Wie fange ich dieses Video an? Oh mein Gott, dramatisches Intro. Die meisten von euch können sich wahrscheinlich daran erinnern, dass ich mal vor 5 Monaten einen Diss-Track gemacht habe gegen Antonia zusammen mit RZE. Probierst all deine Formate unter anderem bei mir, aber guckt man auf die Zahlen, ist der Andrang bei mir. Und ja, wie soll ich sagen, Freunde, seitdem hat sich einiges geändert, was das Musikding angeht. Und zwar habe ich angefangen, so auch meine eigenen Songs zu schreiben und selber einzurappen und so. Und deswegen dachten wir uns, wäre es doch mega, mega funny, wenn wir einfach einen Mix- und Master-Guy hierher holen. Jemanden, der hier Videos macht, also mein Cutter. Und Danny halt. Katholische. Aber Danny war nicht nur da für Musik, aber dazu später, Freunde. Und dann haben wir uns alle Corona testen lassen und haben uns hier eingeschlossen in meiner Wohnung für 72 Stunden, um einen Rap-Track zu machen plus Musikvideo. Ihr kennt wahrscheinlich diese Netflix-Doku über Travis Scott oder diese UFO-Album-Vlogs, die er macht. Das hier ist quasi die Budget-Version davon. Also das hier ist kein normaler Vlog oder so, sondern wir haben mehr so versucht, den Vibe zu catchen von diesem Behind-the-Scenes. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Sind das jetzt hier die Backstage-Aufnahmen? Ja, ja. Alter, schlecht, schlecht, schlecht. Esse nur noch Danny Burger, keine Chicken Nuggets. Fuck, deine Mama kommt zu mir, kauft mir meine Nuggets. Timo. Dono wollte ich. Ich wollte gerade so auf einmal filmen. Hallo, was? Was machst du da? What the fuck? I got Reaper for Plotte in my room, holy shit. Timo ist mir erstmal ein Baklava. Florida Lady. Du bist so geil wie es gab auch noch unter anderem diese Situation hier, wo wir versucht haben, uns eine Shisha anzumachen. Dude, what the fuck? Wir haben eine Shisha-Kohle gemacht. Ich mache das Feuer aus. Ja, wir brauchen noch den Content. Ah, perfekt, die Kaffeemaschine hat ja nicht 2K gekostet. Danny, wir bauen schnell, das brennt immer noch. Alter. Bro, es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf. Junge, die Kaffeemaschine geht an. Digga, wie funktioniert die Kaffeemaschine noch, Bro? What the fuck? Digga, what the fuck? Ey, Timo, aber unsere Shisha-Kohle ist... Nein. Bro, holy shit. Holy shit. Ich krieg meine Kaution safe nicht wieder, oder? Oh, we're recording hits. Ja. Oh, Digga, so gutes Zeug, man. Wir rauchen uns die Birne weg und haben kein Penis mehr. Ey, ja, kauf ein Arna-Block. Oh mein Gott, Digga. Deine Six fucking Dice, weg in deine Mama, ey. Dann hat deine Vater, wow, dann hat er deinen Vater, wow. Junge, was ist denn das jetzt auf mir? Ich will niemals wieder back, weil die Zeit nicht so war. Ich ein Fake, ich ein Bruder, Paypal Money ist sauber. Nicht so, ha ja, Autos und so. Das ist echt eine richtig gute Erklärung, Danny. Ja, halt nicht so. Hier sind richtige Experten am Start, Freunde. Also sind dieses. What for my neck, ja, deine Mom give it head, ja. Was ist passiert? Ich scroll so ein bisschen Twitter durch, auf einmal höre ich das, Digga. Let's go, dude, I slam his ass. Not on his ass, I own it. Schneid es einfach raus, bitte, danke. Das hat nichts mit Reflexen zu tun. Warum solltest du den mal testen? Das ist doch kein Flex. Mann, Timo, Mann, du machst mich ein bisschen... Ich glaube, ich hab die Hook vorne. 3 Uhr morgens, show up in den Bando. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. 5 Uhr morgens, stops, halt mich an, ich komme locker durch. Und check jetzt mal den Dollarkurs. Will eine Rolex, Data oder No-Flex. Freunde, der Mann editiert diesen Vlog. Und das ist der Wecker von dem Mann. Wenn die Uhrzeit gekommen ist zum Aufstehen, dann fährt er einfach runter und fällt runter. Und dadurch wacht der Mann da auf. Ich werde so machen, ne? Digga, Digga, was rollt? Er hört's nicht. Er hört's nicht. Er steht mal weiter. Was Digga, hast du schon aufgestanden? Schnauze. Digga, kannst du eigentlich durch Furz jetzt mal Nocap, kannst du welche Löcher in deine Hose produzieren? Was? Ich hab schon mal. Hast du gerade gefragt, ob man durch Furzen Löcher in seine Hose machen kann? Ja. Ich hab schon mal einen Furz angezündet, ne? Um zu gucken, was passiert. Digga, mein Arsch hat kurz gemacht, das war gar nicht geil. Aber ist ein anderes Thema. Das ist eine andere Geschichte. Guck auf, mein Arm, seh die Uhr, ja, ich flex up. Dropping by the Uhr, 40 Racks. Ah, oh. Goddamn. Na, Digga, ich switch up. Du darfst nicht switchen. Ich weiß! Ich weiß! Kevin, we should be together. Let's go! Will eine Rolex, Daytona, Nofla. Timo, was macht der Mann da?
Ich habe absolut keine Ahnung, was der produziert. What the fuck? Ja, nachdem Danny und ich irgendwie gefühlt erstmal für 2 Stunden nur Müll ins Mic gerappt haben, haben wir dann irgendwann angefangen, richtige Texte zu schreiben. Und da sind auch 1-2 nice Sachen rausgekommen. Hier ist ein kleiner Sneak Peek. Oh shit! Kommt auf den Berg, sammeln Dicker, wenn ich allein kämpf. Wir sind schon ins Kopf, wir sind in Tausend, wo wir allein kämpfen. Und jetzt werden wir nach Dubai, ja. Und alles, was ich wollte, warst du. Aber jetzt zu dem Part, warum wir Danny eigentlich auch eingeladen haben. Nicht nur fürs Musikmachen, sondern tatsächlich hat Danny immer ein bisschen Angst vor so Sachen. Deswegen dachten wir, ist es doch eine super funny Idee, wenn wir einfach mit ihm uns in eine Cessna setzen und einfach über Berlin drüber fliegen. Aber wir hatten folgendes Problem. Und zwar hat Danny um 16 Uhr an dem Tag einen Termin gehabt, wo er einen Pokémon-Booster gekauft hat für 700 Euro. Und der Modellflug war um 15 Uhr und ging 2 Stunden. Dementsprechend hätte sich das überschnitten und er hätte nicht mitkommen können. Okay, sollen wir Chef Strobel einfach mal anrufen, ob er vielleicht irgendwie so als letztes das Pack macht oder so? Ich glaube, das wäre nice. Okay, pass auf. Heute ist ja dein Pokémon-Opening, ne? Ja. Und Danny hat ein Pack. Meinst du, es geht, dass du sein Pack irgendwie am Ende machst, oder wäre das dann rigged? Nö, ich kann es ziehen und dann zur Seite legen. Oh, King, Dicker. Danke, Mann. Übel geil. Danke, Bro. Hey, Danny. Wir haben gerade mit Chef Strobel gelabert. Der hat mich angeschrieben, dein Pack ist erst ganz am Ende dran. Weißt du was? Dass wir uns noch was überlegt haben und jetzt noch was mit dir machen? Ja, was wäre? Will ich dir noch nicht sagen, aber du musst dich fertig machen, wir fahren gleich los. Ach, Timo, du musst da ein bisschen nach vorne rutschen, ja, Kollege? Ach du heilige Scheiße. Meine 400 Euro Sneaks gehen kaputt. Jo, meine Kaugummi ist gefunden. So. Ich werde jetzt gefüttert. Von Daddy Danny. Mund auf mein Süßer. Oh, fuck. Ich mach meine Gangstions. Ja. Ich lauf durch mit den Slimes durch ganz unter Zeit. Möcht niemand neu, der Boy. Ich mach meine Gangstolz, ja. Ich bin auf Tour mit den Slimes, die mich kannten zu einer Zeit, wo mich niemand kannte, der Boy. Hast du schon eine Idee, Danny, wo wir hin, wo es hingeht? Hier ist überall Feld, es geht irgendwie in die Luft, hab ich das Gefühl. In die Luft? Ja. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, Bro. Kevin, halt die Schnauze. Okay. Wenn Leute sagen, ich bin aufgeregt, bin ich noch mehr aufgeregt. Ey, Danny, no joke, du wirst es hassen. Ey, ihr seid solche Ficker. Siri, ruf Mama an. Wir gehen heute alte Männer waschen. Jetzt go! Alter, ah, da ist das Schild. Oh, was ist das für ein Schild? Ach du Scheiße. Ramon Flugplatz. Oh, dicke, die Straße alleine ist schon. Oh, Bruder, holy shit. So, shit. Auf geht's. Rein in mein dicken Maul. Mann, ich bin alles andere als bereit. Ich kann hier nicht mehr auf diesen E8 aussteigen. Lass dich, oh, what the fuck? Treten durch Unbefugte verboten. Ja, ich glaube, da müssen wir rein. Oh, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Mit wem wir labern müssen, whatever. Oh. Was steht denn da? Oh mein Gott, let's go. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Alter. Ich weiß immer nicht, was ist. Ich muss übelst aufs Klo. Wie viel zahlt man für so eins? Nur für ein neues eine 500.000. Die gebrauchte kriegen sie schon ab 50.000. 500.000 kostet sowas neu. Das ist ein Flugzeug. Ja, ist mir aufgefallen. Das ist überhaupt das dritte Mal, in dem ich ein Flugzeug sitze, ne? Ich bin bisher einmal nur hin und zurück geflogen. Nach mir ist es das erste Mal. Ach du Scheiße, Dicker. Kevin, hör auf, Dicker. Ich bin absolut nervös. Ich hasse dich so sehr, Dicker. Ich will es nie verzeihen. Oh, shit. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Boah. Digga, das war übel. Und zu Hause erstmal fett kacken, sagst du. Ja, ich schwöre, Junge, ich muss so dick aufs Klo. Timo, ich hasse dich so sehr, ne? Kevin, erzählt, dass du es geplant hast. Nee. Du kleiner Hund, Junge. Hey, du sollst froh sein. Kleiner Hund, Digga, du bist heute Nacht so gepickt. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. 5 Uhr morgens, Cops halten an, ich komme locker durch. Yeah.
und check erstmal den Dollarkurs.